Was ist das hier? Aha, ein Sichtschlitz, um zu gucken, wer in den Thronsaal stapft. Psst. Nicht schlecht. Oh. Da ist unser Schleim. Oh, okay, wir sollten vielleicht wieder den Zauber wechseln von Talana. Du. Verbrennen. Ja. Weg. Implosion funktioniert bei Schleim nicht. Na gut. Noch ein Thron. Ich weiß nicht. Oh. 10 Stärke und Charisma. Und ganz schön viele Türen. Und Talan hat was kaputt gemacht. Da kann ich nichts machen. Repariert. Du? Da. Klick. Ah, sieht wichtig aus. Wenn da so viele blaue und rote Zwerge sind. Talana hat schon wieder was kaputtes. Schon mal die Rüstung. Sie braucht unbedingt irgendwie eine bessere Rüstung. Ich hab's. Zellenschlüssel. Also könnte meine Theorie echt aufgehen. Aha. Todeskeule. So, die Frage jetzt, wo die Zelle ist. Wahrscheinlich genau der andere Gang, ne? Darum, 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 darum. Hier. Zurück zum Thronsaal. Durch den Thronsaal raus. Hier auf jeden Fall schon mal Zwerge. Unser magisches. Oh. Teufel! Was zur Hölle macht ein Teufel hier? Teufelsbrut. Bye bye, Teufelsbrut. Okay. Ein interessanter Twist. Ich hoffe mal, das zählt jetzt als drin. Nö. Warum auch? Wir sind ja bloß in der Zwergenmine. Nur in geschlossenen Räumen. Meint das Ding vielleicht wirklich geschlossene Räume? Also, keine Ahnung, den Thronsaal zum Beispiel? Das fände ich sehr komisch. Schleim. So, Implosion geht nicht, ja. Schleim weg. Blitzstrahl geht. So, ganz viele komische Säcke, wo Essen drin ist. Ja. Küche. Aha. Jo. Grüne Flüssigkeit. Kannst ruhig du haben. Das geht mir schon zu tief runter. Komm jetzt wieder Teufel. Jo. 2 Stück. Es werden mehr. Du. Eile. Zwerge weg. Wegen der Müdigkeit durch die Eile. Also durch das Aufheben der Eile wurden alle unsere Helden müde und durch die Müdigkeit sind wir jetzt wesentlich schwächer. Du. Warte. Seid ihr vergiftet oder krank? Krank, krank. Du. Krankheit heilen. Irgendjemand kaputte Rüstung? Nein. Du. Krankheit heilen. Wir sollten eigentlich kurz schlafen. Schwäche heilen, Geogam. So, Runden basieren. Du, Feuerstrahl auf den Schleim, triffst aber ihn und erste gegen ihn. Okay, du, hau.
Du Blitzstrahl. Du heilst dich selbst. Du haust. Du Feuerstrahl auf den Schleim macht auch keinen Schaden, ne? Okay, Blitzstrahl, Schleim. Schwäche heilen bei dir. Feuerstrahl auf dich. Blitzstrahl auf dich. Feuerstrahl auf dich. Blitzstrahl auf dich. Und Ende. Schwäche heilen. Du Blitzstrahl. Du Blitzstrahl. 110, das Ding steht noch. Blitzstrahl. So, was haben wir denn hier? Ganz viele Kisten. Aha. Das ist alles nur eine Riesenkiste. Und in dieser Riesenkiste waren drei Häufchen Gold und ein kleiner Ring. Was haben wir hier? Ich hab's. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aha. Ah ja. Dafür, dass hier Teufel rumlaufen, wenn es auch schwache sind. Bisschen mau. Blauflüssigkeit ist für dich. Für dich. Weiß ist für dich. Rot ist mal wieder für dich. Halt schon lange nicht mehr. Und weiß wieder für dich. So. Das war wohl so eine Art Schatzkammer. Aber nicht das, was wir suchen. Wir suchen eigentlich das genaue Gegenteil. Wir suchen das Gefängnis. Warum auch immer die Schatzkammer hinter der Küche ist. Aber naja, sind halt Zwerge. Das sind komische Dämonenzwerge, also. Nee. Ein Lagergang hier. Einfach nur Zwerge ohne Schleim, sehr gut. Weg, weg. Weg, 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 weg. So, da geht's weiter. Das scheint so eine Art Kaserne zu sein. Hast du schon mal die richtige Richtung? Von der Kaserne. Geheimtür? Von der Kaserne aus geht's gerne mal in. Oh. In ein Gefängnis. Also die sind echt schwach. Die erste Stufe von den Dämonen. Ich hab's. Befehle von Snergel. Okay. Wir brauchen innerhalb der nächsten Wochen mindestens 150% Produktion aus dieser Mine. Ich werde Waffen und Rüstung für meine Soldaten brauchen, um jede Unzufriedenheit über meine Herrschaft zu unterdrücken. Sucht weiterhin nach den wertvollen Metallen wie Stalt und Kerger. Ignoriert zunächst Gold und Edelsteine. Wir haben genug Geld, um eine Weile auszukommen. Der Mangel an Waffen und Rüstung wird unser Verderben sein. Okay. Ich hab's. Aha. Ich hab's. Gold kommt mit, aber so ein Tinnef bleibt liegen. Ich hab's. Was? Hier ist allerdings kein Tinnef mehr. Das kann verzaubert werden. Weiß nicht. Das kann weg. Oh. Kann weg. Aha. So. Okay. Oben war noch die Haupttür. Also, wo die Kaserne eigentlich hinführt, das war ja nur so ein kleiner Nebengeheimraum. Du könntest mit deiner eigenen Schwäche heilen. So. Du Eisbombe. Du Eis. Das klappt nicht so ganz, ne? Warum verziehst du immer so das Gesicht? Da kann ich nichts machen. So, weil. Da kann ich nichts machen. Ja, Gerugon, dann mach mal. Das da, das da. Raus. Nimm, Blitzstrahl. Nee, du machst nicht noch mehr Sachen kaputt. Blitzstrahl. Blitzstrahl. Ah,
Wenn es der Weg zum Gefängnis ist, dann ist es ein sehr garstiger Weg. Viel zu viele Räume. Aber ja, scheint ein Gefängnis zu sein. Tür ist verschlossen. Tür geht auf. Oh. Verrat im Rat. Es geht ein Gerücht um, welches besagt, dass Slicker Silvertang, der Repräsentant Wilbur Humphreys im Hohen Rat, ein Verräter ist. Man hat ihn in verschiedenen Tempeln von Bar gesehen und wir alle wissen, dass der Tempel von Bar gegen den König arbeitet. Wichtige Informationen, okay. Snergels Schlüssel. Du möchtest Snergel vertreiben? Nun, er weiß, wie schlecht er unter den Zwergen dasteht. Er versteckt sich in Rocklins alter Höhle, umgeben von einer Horde loyaler Zwerge. Wenn irgendetwas passiert, wird er sich augenblicklich in seinen Privatraum zurückziehen und seine Leute das Problem handhaben lassen. Du brauchst einen Schlüssel, um in diesen Raum zu gelangen. Es gibt keinen Weg, eine solide Zwergentür einzuschlagen. Ich war einst ein Diener von Rocklin. Ich kenne den Raum gut und habe sogar noch einen Schlüssel für ihn. Gut für dich, dass ich Snergel zu verdanken habe, dass ich in dieser alten Zelle sitze. Ich würde nichts lieber sehen als ein schnelles Ende seiner Herrschaft. Hier ist der Schlüssel. Nimm ihn als Dank für meine Befreiung aus dieser Zelle. Sehr gut. Aber das ist nicht der Zwerg, den wir gesucht haben. Der Zwerg, den wir gesucht haben, ist Axtmeister. Oh, Schleim. Noch mehr Schleim. Und noch mehr Schleim. Du geteiltes Leben. Du. So, bisschen was töten. Weg, 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 weg. Wir müssen schlafen. Da geht nichts dran vorbei. Da sind viel zu viele Schleime, die können wir nicht immer und immer wieder. Oh, warte mal. Du? Nicht genug Zauberpunkte. Ja. Hast 38. Wie teuer ist denn der? 30. Da, dahin. Jetzt brauchst du nur genug für deinen Town Portal, ne? Du. Stadtportal braucht 20. Hast 9. 19. Und du regenerierst Zauberpunkte mit der Zeit. Also müssen wir nur ein bisschen Zeit schinden. Was kriegen wir denn? Weg mit dir. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So, du hast jetzt 21. Stadtportal Freehaven. So. Und trainieren. 43. Ich trainiere jetzt nicht sofort alle vier Helden, denn ich will kurz was gucken. 126 Tage ist es noch da. Okay, okay. 118 Tage ist es noch da. Weil das Training von unseren Helden dauert jetzt auch immer länger. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber jetzt können wir uns in Ruhe hochbuffen. Und dann springen wir mal wieder zurück. Du und du. Essen haben wir noch genug, müssen wir nicht holen. Fackellicht vielleicht noch. Wenn Talane dann wieder in der Stimmung ist, Fackellicht zu zaubern. Komm schon. Komm schon. Na gut, du. Fackellicht, du. Stunde der Kraft. Und Leuchtfeuer zurückrufen. Richtig, richtig. Dahin.